Lautra Sounds. Wir hören rein in unsere lokale Musikszene. Herzlich willkommen zur vierten Folge von Lautra Sounds. Ich bin hier heute mit Leo in Kaiserslautern. An meiner Seite sind Leonard, Marco, Christian und Alex. Und wir sind hier in ein bisschen ungewohnter Umgebung. Wir sind im Irish House. Warum denn gerade hier? Habt ihr irgendwie einen besonderen Bezug? Ja, haben wir auf jeden Fall. Also vielleicht kurz zur Erklärung. Marco, Christian und ich hatten früher schon mal eine Band und sowohl mit unserer alten Band als auch mit unserer neuen Band Leo haben wir unser erstes Konzert jeweils hier gespielt und auch sonst bestimmt schon an die 20, 30 Live-Auftritte absolviert hier, wenn man alles zusammenzählt. Und natürlich kommen wir auch sehr gern zum Feiern hierher und uns gefällt sie einfach gut. Deswegen haben wir uns diesen Ort ausgesucht. Für alle, die euch jetzt noch nicht kennen, was macht ihr denn überhaupt für Musik? Wie würdet ihr die denn so beschreiben? Also ich mag das grundsätzlich nicht, Musik in Schubladen so einzuteilen. Ist eine schwierige Sache immer, aber ich würde sagen, wir machen auch viel Covermusik. Die würde ich eher als so Hardrock, ein bisschen heavier, also ein bisschen mehr Metal-Einfluss. Und bei unseren eigenen Songs, das ist immer ganz schwierig zu definieren, würde ich allerdings sagen, dass wir so was in Richtung Alternative Classic Rock, also viele Classic Rock Einflüsse, viel Old School dabei, aber wir versuchen halt immer noch so ein bisschen was Frisches, was Neues, was Modernes und vor allem was auch so ein bisschen Verspieltes, Komplexes mit reinzubringen. Du hast ja eben schon erwähnt, dass ein Teil von euch schon mal zusammen in einer anderen Band gespielt hat. Wie seid ihr denn da zusammengekommen? Also wie habt ihr euch kennengelernt und wie habt ihr euch jetzt in der Konstellation gefunden? Also ursprünglich war es, glaube ich, so, dass Marco und Leo schon mit Season 4 relativ lange unterwegs waren und irgendwann haben sie einen neuen Schlagzeuger gebraucht. Und Leo kennt Chris aus der Schulzeit und so hat sich das dann ergeben, dass dann Chris mit dazugestoßen ist. Und bei mir war es so, dass Marco und ich zusammen Ausbildung gemacht haben zum Physiotherapeuten und im Prinzip dann auch später zusammen gearbeitet haben. Und er hat mich dann irgendwann mal auf der Arbeit angesprochen, dass er zusätzlich noch so ein kleines Projekt starten will mit eben Leo und Chris. Und sie bräuchten halt noch einen Bassisten dafür. Und ursprünglich bin ich eigentlich kein Bassist, sondern Schlagzeuger. Das heißt, ich habe dann mir einen Bass ausgeliehen und dann im Prinzip bin ich da eingestiegen. Und wir haben zum ersten Mal so ein halbes Jahr einfach just for fun gejammt. Und dann irgendwann wurde es dann aber doch ein bisschen ernster. Und dann haben wir uns doch einen Namen überlegt und haben gesagt, wir wollen jetzt auch ein paar eigene Sachen machen. Und ja, haben dann auch Auftritte gespielt. Und ja, mittlerweile würde ich sagen, ist es wahrscheinlich für uns alle eigentlich das Hauptprojekt geworden. Ja. Gutes Stichwort, euer Namen. Wie seid ihr denn auf den gekommen und hat der irgendwie eine besondere Bedeutung? Ja gut, jede Band, jede Musikgruppe kommt ja irgendwann am Anfang zu dem Punkt, wo sie sich den Namen aussuchen muss. Bei uns war es dann im Gründungsjahr, Ende 2015 war es. Und da waren wir schon so ein bisschen unkreativ. Wir haben auch lang gesucht und lang überlegt und irgendwann ist uns eingefallen, na komm, dann nennen wir uns doch irgendwie so in Richtung Sänger, Name des Sängers, hatten Leo so ein bisschen im Kopf. Aber unser edler Herr Leo wollte sich dann nicht so in den Vordergrund drängen. Und dann haben wir ihm den Vorschlag unterbreitet, das E einfach durch ein I zu ersetzen. So wurde aus Leo Leo. Und den tragen wir heute den Namen. Später kriegen wir ja noch ein bisschen was von euch zu hören. Wem das aber nicht reicht, wo kann man euch denn live sehen? Ich glaube, der nächste Auftritt ist am 22. Mai hier in Kaiserslautern in der Kammgarn. Dort spielen wir bei Lautern Bund. Das ist so der nächste Auftritt. Ansonsten kann man natürlich immer bei uns auf der Facebook-Seite vorbeischauen. Also einfach Leo Rock Music eingeben bei Facebook. Dann kann man uns ein Like da lassen und dann ist man im Prinzip immer über sämtliche Veranstaltungen informiert. Welches Lied von Lady Gaga kannst du auswendig? Muss ich jetzt singen? Shallow musst du jetzt singen. Oh, leider nicht. Pokerface, aber auch nur den Refrain, ne? Papa-Co-Face. Wie viele Songs, Schrägstrich Alben, habt ihr schon veröffentlicht?
Das ist eine gute Frage. Wie viele haben wir? Also Alben haben wir mit Leo noch keine so richtig. Songs haben wir Sun und sind jetzt gerade am zweiten, glaube ich. Zweiten oder haben wir schon? Stimmt, wir haben noch zwei aufgenommen. Ich war mir nicht sicher, was wir veröffentlicht hatten, aber ich glaube, dann sind es drei. Bin ich überfragt. Es verschwimmt alles immer kann so. Kann man sich bei Spotify anhören. Mit welchem Künstler würdest du ihr gerne mal auf der Bühne stehen? Das ist eine harte Frage. Da gäbe es viele. Ich würde sagen, ich würde gerne mal mit Guns N' Roses auftreten. Support Act wird schon reichen. Also sie supporten uns natürlich. Ne? Ja, logisch. Ja. Hattest du ihr schon mal ein peinliches Erlebnis auf der Bühne? Ich glaube, wir als Band so noch nicht wirklich. Aber tatsächlich wurde ich mal mit einer anderen Band von der Bühne runtergebuht. Also so lange, bis wir aufgehört haben zu spielen. Gut, es war auch, glaube ich, ein WM-Spiel von Deutschland, aber wir sind tatsächlich runtergebuht worden. Ja, das war hart. Aber ich glaube, mit Leo ist uns sowas noch nicht passiert. Das hat dich nur stärker gemacht. Wir haben uns eine ganz besondere Aktion überlegt. Und zwar habe ich hier drei Zettel vorbereitet. Da stehen Hits aus den 90er Jahren drauf. Und ihr werdet jetzt gleich einen davon ziehen und uns den ganz spontan covern. Wir haben von den Backstreet Boys Everybody bekommen. Ja, das trifft sich sehr gut, weil den wollten wir eh schon immer mal covern. Sowas in die Richtung habt ihr wahrscheinlich eher noch nicht gemacht, gehe ich mal davon aus. Nur heimlich im Proberaum, aber das kommt vielleicht noch. Dann können wir ja jetzt gespannt sein und ihr könnt euch so richtig ausleben. Thank you.
Wollt dabei sein? Schreibt uns eine Mail an redaktion@antenne-kl.de oder kontaktiert uns auf Facebook.